Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesu Christi. Geht's euch gut? Wenn Jesu Christi bei euch ist, solltet euch gut gehen. Deswegen spricht er mit euch jeden Tag. Mein Sohn, meine Tochter, sei nicht enttäuscht. Du sollst nicht verzweifeln, weil ich bei dir bin. Ich bin der Gott, der dich begleitet. Ich bin immer bei dir. Ich bin dein Beschützer, sagt uns der Herr. Wisst ihr eigentlich, wo Gott wohnt? Unser Gott lebt nicht in irgendein Tempel, der von Menschen gebaut wurde. Er ist immer bei uns. Ihr fragt euch bestimmt, wo unser Gott lebt. Er lebt in unseren Herzen. Ihr braucht Gott nicht suchen, weil er bei uns ist. Er begleitet uns auf unseren Lebensweg. Um über den Herrn zu erfahren, könntet ihr Predigen hören. Denn unser Herr lebt in unseren Herzen, bei uns zu Hause. Dies ist die Gegenwart des Herrn. So dass der Herr mit uns spricht, sollten wir jeden Tag beten und ihn aufsuchen. Also, was ist das Wort Gottes für uns heute? In Zephania Kapitel 3, Vers 20 lesen wir: Denn ich werde euch zum Ruhm und zum Preis machen unter allen Völkern der Erde, sagt der Herr. Meine Tochter, der Herr wird dich zum Ruhm und zum Preis machen. Wird der Herr mich tatsächlich erhöhen? Alle verspotten mich doch, oder? Machen sich lustig um mich und sagen, dass ich nutzlos bin. Dennoch möchte Gott dich verherrlichen unter allen Völkern. Vor sehr vielen Jahren war ich im Dienste Gottes im Ausland unterwegs. Ein bestimmter Jugendlicher besuchte alle meine Gebetsversammlungen. Die Versammlungen waren im ganzen Land. Er kam direkt von der Arbeit zu der Versammlung. Eines Tages sprach ich mit diesen Jugendlichen, wie es ihm möglich war, immer dabei zu sein. Er kam dann direkt von der Arbeit, weil er unseren Herrn Jesus Christus sehr lieb hatte. Er war sehr neugierig, über den Herrn mehr zu erfahren. Ich war erstaunt und fragte ihn, warum er den Herrn liebte. Der Jugendliche erzählte, dass er nicht hochqualifiziert war, als er hier ankam. Zu Hause hatten wir einen finanziellen Engpass. Er brauchte einen Job, um die Runden zu kommen. Ein guter Bekannter, der hier arbeitete, half ihm, ein Visum zu bekommen. Er hätte nur 3 Monate Zeit, ein Visum zu bekommen. Mit einem gelungenen Jobangebot könnte er hier länger bleiben. Er suchte überall einen Job zu bekommen, aber ohne Erfolg. Er hätte Probleme, einen Job zu bekommen. Der Stichtag näherte sich und er hatte Druck, etwas zu finden. Er suchte nun den Herrn auf. Jetzt war er auf der Suche. Als er wieder zu Hause war, sagte er zum Jugendlichen, dass er einen Job für ihn in seiner Firma besorgen wird. Seine Tätigkeit umfasste das Arbeiten am Rechner. Er wusste nicht, was er tun sollte, denn er hatte keine Computererfahrung. Dieser Jugendliche hatte keine andere Wahl. Ohne einen Job müsste er wieder in die Heimat zurück. Er bat ihn, den Job anzunehmen. Er war bereit, jeden möglichen Job zu tun, aber diesen wusste er nicht. Er war bereit, auch Tee zu servieren, aber wie sollte er einen unbekannten Job ausüben? Er hatte keine andere Wahl. Er musste den Rat von dem Freund folgen. Er wusste nicht, was er tun sollte und fragte den Herrn für einen Rat. Er war unerfahren in diesem bestimmten Gebiet. Obwohl er verzweifelt war, was er als nächstes tun sollte, unser Gott war bereit, ihm Weisheit zu schenken. Nun nahm der Jugendliche diesen Job an und fing an zu arbeiten. Dies war das erste Mal, dass er einen Computer gesehen hat. Schritt für Schritt lernte er selbst. Heutzutage ist er nun ein Gruppenleiter. Gott hat ihn so verherrlicht, dass er ein Segen für andere war. Ich bekenne dies nun mit aller Freude, denn der Herr hat mich verherrlicht, wo ich beschämt wurde. Seine Wunder können nicht einfach vergessen werden. Dies ist auch der Grund, warum ich Jesus so lieb habe, sagte der Jugendliche. Meine lieben Geschwister, ist unser Herr nicht wunderbar? Denn er schenkt euch Ruhm vor allen Völkern. Vielleicht denkst du, dass du nicht gebildet bist und keine Fähigkeiten hast und sagst, Herr, ich habe nicht, ich kann keinen trauen.
Jesus ist bei mir. Er verherrlicht mich vor allen Völkern. Dies ist das Versprechen des Herrn. Ihr braucht nur an ihn zu glauben. Bekennet zum Herrn und ihr werdet Ruhm und Verherrlichung bekommen. Ihr werdet Wunder erleben. Gott schenkt auch euren Kindern Ruhm. Also sagt nun mit Glauben, Herr, ich lobe und preise den Herrn, der mich vor allen Menschen verherrlicht. Amen. Amen.